Ich bin Susanne Meyer. Beim Sport habe ich mir das Kreuzband gerissen. Von meinem Orthopäden erhielt ich die Einweisung zur OP. Das hat mir ganz schöne Sorgen bereitet. Bei meiner Aufnahme wunderte ich mich schon etwas, warum ich ein Armband erhalten habe. Für uns ist das Patientenarmband Ihre Visitenkarte. Es dient dazu, Verwechslungen zu vermeiden. Der Arzt hat sich im ersten Gespräch Zeit für mich genommen und mir viele Fragen beantwortet. Unsere Ärzte klären Sie im persönlichen Gespräch ausführlich über den geplanten Eingriff und die Narkose auf. Es ist uns wichtig, dass Sie vollständig informiert sind, bevor Sie in die OP einwilligen. Unsere Mitarbeiter desinfizieren sich bei jedem Kontakt oder einer Untersuchung die Hände. So wird die Übertragung von Krankheitserregern verhindert. Warum der Arzt mir plötzlich ein Kreuz auf das Knie zeichnet, habe ich anfangs nicht verstanden. Die Markierung gibt uns eine zusätzliche Sicherheit, um Verwechslungen auszuschließen. Unsere Patienten werden persönlich vom OP-Personal in Empfang genommen. Dabei prüfen wir ausführlich, ob es sich um den richtigen Patienten und den richtigen Eingriff handelt. Auch hier ist das Patientenarmband für uns eine große Hilfe, insbesondere wenn Patienten sich nicht selbst äußern können. In allen Asklepios-Kliniken verwenden wir, wie in der Luftfahrt, eine Checkliste vor, während und nach der Operation. Kurz vor OP-Start kontrolliert das OP-Team noch einmal die Patientendaten, die vorbereiteten Instrumente und weitere wichtige Punkte. Ich hatte große Angst, dass ich nach der OP Schmerzen habe. Aber als ich aufwachte, fühlte ich mich ganz gut und wurde bestens versorgt. Postoperativ besprechen alle Beteiligten die weitere Versorgung der Patienten, wie zum Beispiel die Gabe von Schmerzmedikamenten. Im Laufe der Zeit habe ich die Vorteile des Armbandes immer besser verstanden. Man kann ja nicht erwarten, dass alle Mitarbeiter mich sofort mit Namen kennen. So konnte ich mir sicher sein, dass ich jederzeit die richtigen Medikamente erhalte. Wie sollte ich bloß nach der OP wieder auf die Beine kommen? Zum Glück war die Physiotherapeutin da und hat mich dabei unterstützt. Die Behandlung unserer Patienten erfolgt nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft und basiert auf medizinischen Leitlinien. In Fallkonferenzen tauschen alle Berufsgruppen ihr Wissen aus, um eine bestmögliche Behandlung und Sicherheit der Patienten zu gewährleisten. Durch unser Handeln sorgen wir für Ihre Sicherheit. Bin ich froh, dass alles so gut geklappt hat. Mir geht's wieder richtig gut.